Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17. Wir sind dabei, Kompass zu verkaufen. Wir roden gerade noch zwei Felder und mit Rüben. Dann werden wir da noch Raps anpflanzen auf den beiden Feldern. Ah, okay, ja. Klar, klar, dass der natürlich nicht weiter kann. Der muss auch mal gewaschen werden. Und ja, wie ich schon sagte, wir sehen da noch Raps an, machen noch eine Erntesaison praktisch mit. Wir produzieren noch, wir verkaufen, was das Zeug hält. Alles in Vorbereitung auf die nordfriesische Marsch-Vierfach-Map. Einfach um da... Um da dann auf alles vorbereitet zu sein. So, mein Terrados sagt, er ist fertig. Ja, das glaube ich ihm sogar. Die Ecken lassen wir jetzt mal dahingestellt. Das ist alles soweit gut. Noch ein letztes Mal abladen. Und dann sind wir bei der Rübenernte fertig. Und dann können wir hier nämlich schon die Sämaschine hinstellen und schon mal Raps aussehen lassen. Sehr schön. Ja. So, jetzt müssen wir uns nur einen Platz suchen, wo sie hier, wo mein Holmer am wenigsten im Weg steht. Wird wohl irgendwo da drüben auf dem Grünstreifen sein. Das Feld ist schon gesät. Da ist die nächste Sämaschine. Und die lassen wir jetzt mal. Feld 6. Fahrtposition. Aktuelle Fahrtposition. Vorgewende. Oh, mal 4. Auch 5 machen. Bypass Islands. Ja, ich habe eine neue Version von Cosplay installiert. Was auch immer das heißt. Ja. Kann ich nicht sagen. Egal, gucken wir mal. Kursgenerierung. So. Ja, das wird schon gehen. Schade, es gab irgendwo auch mal letztens in einer Version mal so eine Einstellung. Ah, hier, ersten Punkt gerade anfahren, aktiviert. Das meinte ich. So. Abfahrer einstellen. Halt, Abfahrer entlassen. Nein. Doch die Straße jetzt noch mit Bucht wechseln. Saatwählen 10. Hab's wollte ich doch. So. So rum. So wird ein Schuh draus. Dann können wir nämlich noch mal ein bisschen Öl und ein bisschen Diesel produzieren lassen. Ja, der ist voll, den fahre ich gleich. Wieso kippt der denn immer da hinten ab? Das ist doch scheiße. So, wo fährt er jetzt gegen? Wieder gegen den Baum. Ne,
Der Brief fährt ja genau zwischen den Bäumen durch. Ja, du da. Naja, ich weiß, jetzt steht ihr euch selber im Weg. Ich weiß nicht, warum er hier so hinten, weit hinten abkippt. Ja, wahrscheinlich, ja. Also eigentlich weiß ich schon. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig hier, ne? Hab ich auch, ich hab ganz vergessen, was zu sagen. Bin da etwas frustriert, konzentriert. Und versuche hier ein bisschen Ordnung zu machen. Das hier ein bisschen sauber zu machen. Auch, dass die Traktoren hier mit ihren letzten paar Ladungen noch vernünftig durchkommen. Wenn wir hier gleich mit der Rübenernte ja fertig sind, muss es ja noch ein bisschen weitergehen. Na, das war doch ein einigermaßen erfolgreicher Fischzug, wie man so schön sagt. Naja, den Kurs müssen wir auf jeden Fall noch verbessern, aber jetzt weiß ich, wie es geht.
bin ja vorher diesen Kurs, den habe ich ja ohne einen Abladepunkt zu setzen gefahren, so wie ich es am Hofsilo auch gemacht habe. Und habe eben festgestellt, dass das scheinbar nicht geht. Sondern ich musste hier einen Abladepunkt setzen. Hab das auch gemacht, war mir aber nicht im Klaren, dass der Abladepunkt zwar da gesetzt wird, wo der Traktor steht, aber beim eigentlichen Abladen, auch beim Vorwärtsfahren, nicht nur beim Rückwärtsfahren, wird der Abladepunkt dann da genommen, wo der Anhänger steht. So, über diesen kleinen Hügel sollten wir ja wohl rüberkommen, oder? Ansonsten hätten wir nicht Traktor werden sollen. So. Aber einstellen. Jawohl. Da fährt er rüber. Sehr schön. Er fährt auch. Lädt auch ab. Fährt schon direkt weiter. Versucht weiterzufahren beim Abladen. Schafft es aber nicht. Warum auch immer. Und hier muss ich jetzt mal aussteigen. Wieso produziert der hier nicht mehr? Kein Wasser mehr. Katastrophe. Wasser! Kein Wasser mehr. Ich muss Wasser holen. So. Der hier hat auch ein Problem. Er kriegt auch nicht mehr raus. Ist ja sowieso eigentlich egal, weil der mit dem Feld sind wir ja durch. Da wird ja jetzt schon fleißig ausgesät. Das heißt, wir müssen jetzt gleich hier nicht, müssen hier gleich unbedingt erstmal Wasser fahren. Dann muss ich meinen Gülletransporter hierher und Wasser. Ist auch ekelig, ne? Dann haben wir noch Gülle gefahren damit und jetzt fahren wir den hierher. Fahrer entlassen. Ich stelle mich jetzt mal hier. Hinter dem Terrados und sage ihm schon mal, du sollst ihm folgen. Das ist schon mal schön. Ja, Milch bringt uns nichts. Der bringt uns auch nichts. Der auch nicht. Er bringt aber was. Den können wir schon mal wieder voll machen. Um Kompost zu holen. Mischfutter produzieren wir auch im Moment schon wieder wie die wilde Wutz. Wird aber auch direkt verkauft. Beziehungsweise vielleicht füllen wir uns vorher noch das Hofsilo. Mal schauen. Ah, Kompost wird auch nicht mehr produziert. Schön, ist alles soweit leer. Das heißt, ich habe hier nur noch die Vorräte liegen. Irgendwann muss ich dann noch Ballen hinbringen, die wir nicht mehr brauchen. Alles klar. Mit dem fahren wir jetzt einfach mal zum Hof. Muss ja hier nicht mehr stehen. Schön hinten mit der Ultima dran. Schönes Gespann, hat gut funktioniert, muss ich sagen.
jetzt hier nicht ein klinisch reines, keinen klinisch reinen Hof hinterlassen. Wird die Sachen zusehen, dass ich sie. Was haben wir hier? Kartoffeln, Kartoffeln. Dann kommt daneben Zuckerrüben, Zuckerrüben. Aber wohl ganz klar. So, hier noch einmal Gülle rauslassen. Und dann ab zur Zuckerfabrik. Dann ab zur Zuckerfabrik. Mal leer machen, bitte. Na, lass mal gucken. Gewinnen. Genau. Los, weiter. Zweiten. Also den zweiten Anhänger voll machen. Zweiten Auflieger. Er läuft voll. So, und das war's auch wieder für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, oder einen schönen Nachmittag, ein schönes Wochenende. Und bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich sehr freuen. Noch mehr freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao!